Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play The Wind Waker. Beim letzten Mal haben wir diese Horrorpassage da irgendwie überwunden und heute schauen wir, was hinter dieser Tür auf uns lauert. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, denn ich habe eigentlich im letzten Part schon eine Anspielung darauf gemacht. Wenn nicht, ihr seht es jetzt. Und zwar gibt es eine Rückrunde mit diesem Boss hier und letztes Mal habe ich mich ja ganz schön blöd angestellt, aber ihr seht schon, interessanterweise ist unser Equip auch etwas minimiert, ne? Finde ich aber interessant gemacht, dass wir hier auch nur das nutzen können, was wir damals hatten quasi, aber das stört auch nicht. So, das heißt, wir besiegen den Boss genauso wie letztes Mal, aber mit dem Unterschied, dass ich mich diesmal cleverer anstelle als letztes Mal. Weil beim letzten Mal war ich ja so dumm und bin jedes Mal nochmal runtergejumpt, wobei wir das gar nicht hätten machen müssen. Ich habe das doch früher auch so gemacht. Warum war ich in diesem Bosskampf zu blöd dafür? Aber ich finde es auch interessant, dass das Ganze hier schwarz-weiß gehalten ist, ne? Aber gut, das war ja in Okami ist das ja auch so mit den letzten Bossen gewesen, ne? Dass man alles am Ende nochmal machen darf. Finde ich aber gut, ich mag sowas eigentlich. Ist recht, wenn die Bosse Spaß gemacht haben, weil bei manchen Bossen denkt man sich einfach, schade, dass man den nicht nochmal bekämpfen kann, ne? Aber ihr seht schon, wenn wir hier oben warten, viel leichter. Ich weiß auch nicht, was da letztes Mal mit mir los war. Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich so ewig keinen Wind Waker mehr gespielt habe. Ich musste mich wirklich an die ganze Game-Physik erstmal wieder gewöhnen. Warum hier unsere Waffen weg sind, weiß ich nicht. Vielleicht, weil man den Hammer eventuell nutzen könnte. Wäre jetzt mein Einfall und ein paar Herzen könnte ich ein bisschen schnurren, wenn wir schon dabei sind. So, sauber. Aber es erinnert mich echt immer so ein bisschen an ein Monster aus Dead Space. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber fällt mir gerade so auf. Das kollektive Bewusstsein ist das. Hahaha, wer hat Dead Space gespielt, ha? Ich habe Dead Space gespielt. Aber nur 1 und 2, weil Dead Space 3, diese ganze Sache mit von wegen DLC und kaufen, ist nicht mehr... Ich glaube, zum Release gab es schon 12 DLCs oder so. Das ist so ein Schwachsinn, von was EA sich da wieder erlaubt. Ich meine, was soll das? Sowas unterstütze ich nicht. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Endphase. Komm her. Komm her. Und jetzt... Du dürftest jetzt... Link, was machst du? Spring doch nicht in die Lava, du Irrer. Komm, hol dir nochmal her. Komm. Was denn? Dadurch ist er schon gestorben? Ich wusste gar nicht, dass der Haken selber wirklich Schaden macht. Huh. Okay. Und ihr seht schon, es gibt halt... Wow. Ihr seht schon, es gibt halt einen kleinen Zusatz im Vergleich zu Okami, wenn man so will, denn Okami. In Okami macht man ja quasi nur die Bosse nochmal, aber hier kriegen wir jetzt Zusatz oder müssen wir jetzt Zusatz immer noch so einen kleinen Raum schaffen, aber gut, das ist ja auch nicht die Welt. So, ich glaube, das war dieser hier, den wir eben gemacht haben. Gehen wir mal da lang jetzt. Schau mal, du gehst mir aus dem Weg. Komm und... Na, stopp, du hast mich echt gehauen. Hast du ein Herz hin? Okay, du bist in die Lava, dann bist du mir egal. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Natur. Okay, Hauptsache ich mache es auch in die richtigen Reihenfolge, ne? Finde ich gut. So, schauen wir mal. Als erstes, genau, brauchen wir das da vorne. Denn es ist ziemlich offensichtlich, dass wir ein bisschen Wind brauchen, damit dieses Ding rüberkommt, ne? Nicht zu kompliziert. Einmal ruf da und dann umdrehen und einfach Wind machen. Also bis jetzt geht das noch. So, jetzt kommt aber, glaube ich, das Spaßige, weil ich meine, yep, weiter geht es nicht. Das heißt, wir müssen auf dieses... Oh, komm. Danke, Spiel. Spiel ist auch mal gnädig. So, und jetzt ist die Frage... Ach, da vorne, ich sehe es schon. Dort vorne müssen wir für ein bisschen Wind sorgen. Und genau so. Denn wenn wir das richtig machen, dann kommt uns die Gondelbahn dort entgegen und dann können wir auf die rauf. Ja, ist eigentlich nicht so schwer. Man muss halt nur wirklich genau gucken und darf halt nicht runterfallen, ne? Nein, nicht. Komm, Link, du schaffst das noch, oder? Schaffst du das? Oh, das war knapp. Ich hätte ihm das, um ehrlich zu sein, nicht zugetraut. Ich hätte nicht gedacht, dass der das jetzt so gebacken kriegt, aber gut. So, ich warte lieber, damit ich sehe, welcher ist dann unten. Der da ist unten. Sicherer. So, gut, wenn ich meinen Schatten sehe, dann passt das. So, und von hier einfach rüber. War irgendwie deutlich leichter als der andere Raum, finde ich ja. Hauptsache, der trifft mich jetzt nicht, sonst nehme ich das nämlich zurück. Hahaha. Abgefedert, ihr Schweinebacken hier. Hat's ja nicht ja da erwartet, ne? Das kann das Blatt. Okay, dann gibt's einen Rückkampf mit Boss Nummer 2. Es ist Boss-Time erneut gegen diesen... Was war denn das hier nochmal? Diese Pflanze, ne? Genau, wo wir den Bumerang gebraucht haben. Das heißt Bumerang und einmal die Tentakelkatten.
Könnte man eventuell schneller mit einem Pfeil und Bogen machen, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich finde es mit einem Bumerang im Endeffekt doch besser, weil man halt 5 Stränge auf einmal treffen kann. Es war ein bisschen unrealistisch, dass der Bumerang die Zwischenstränge nicht trifft, sondern den wirklich ausweicht, wenn man dann anders wirft. Aber das passt schon. Diesmal müssen wir zum Glück auch nicht Makar retten. Auch wenn man ihn irgendwie ein bisschen hört hier drin, ne? Aber komm her! Komm! Sauber. Denn wir haben ja trotzdem unser Masterschwert. Dadurch geht das immens schneller. Aber gut, damit hätten wir auch den dritten Boss erledigt. Ne, den zweiten, Entschuldigung. So, das heißt, der nächste Raum dürfte dieser dort sein. Und ich schaue nur, kriegen wir nochmal ein Herz? Dankeschön. Ich weiß auch nicht, ob wir die Magie noch brauchen, aber ich hoffe mal nicht. Ich überlege gerade, was war der dritte Boss? War das nicht diese beiden Hände und das Auge? War das nicht der? Ich glaube es zumindest. Aber ich glaube nicht, dass der hier dran vorkommt. So, tausendmal Entschuldigung, aber weiter geht's. 3 Rubine, Wahnsinn. Gab eine kleine Unterbrechung, wie im letzten Part auch. Aber gut, ich denke, hier kommen wieder so ein paar Schreihälse raus, ne? War so klar. Komm her, kannst mich mal. Ich mach dich fertig. Ne. Wobei, ich glaube, hier dürfte eigentlich nichts Interessantes mehr sein. Gehen wir einfach mal durch. Wobei, was war das? Magie. Sehr schön. Ach, du kannst mich auch mal. Mehr gibt's hier nicht? Na gut, ich glaube, da gehen wir einfach mal durch. So, da sieht's. Ne, da ist nichts Berauschendes mehr drin. Das ist eigentlich ein recht easy Raum, wenn man so will. Was haben wir hier? Irgendein Rätsel. Schauen wir mal. Wir haben ja Medoli nicht, die uns dabei helfen würde. Wenn ich das betätige, dann kann ich weiter, aber... Dann geht's wieder runter. Das heißt, ich muss wahrscheinlich einen Gegner finden, den ich darauf stellen kann. Ich kann es mir schon vorstellen, dass hier wahrscheinlich so ein Schleim auf uns warten wird, denke ich mal. Schauen wir mal, habe ich recht? Ja, da vorne haben wir ihn auch. Ohne Fee. Coole Sache. So, jetzt muss ich aber erstmal irgendeinen von diesen Schleim dazu bringen, dass die da rüberkommen, ne? Das könnte sich natürlich etwas ziehen. Aber wenn ich schaffe, den da zu treffen... Komm so. Komm so. Sauber. Genau so wollte ich das. Jetzt komm du her. Und du lass mich bloß in Ruhe, du dummer Geist. So. Rauf da. Ah, alles klar. Und jetzt sprinten... wie wir noch nie gesprintet sind. Okami, dashen. Alles klar. Nicht zu schwer. Und wenn wir diesen Schalter drücken, passiert was? Och, wir müssen nochmal das Ganze machen. Das ist aber echt ein bisschen einfallslos Spiel. Aber nur ein bisschen, würde ich mal sagen. So, dash mal wieder durch, auch wenn wir dabei ein bisschen Schaden kriegen. Passt schon. Ist ja voll der Jäger des verlorenen Schatzes hier. So. Ja, es hätte gepasst, wenn ich das da gemacht hätte. Aber gut, den dürfen wir jetzt nochmal dort ganz hinten hinbringen. Ich hoffe, das reicht auch von der Zeit. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die versteinert sind. Und das scheint doch etwas knapp zu... Oh. Das scheint wirklich etwas knapp zu werden. Erst recht, wenn ich den... Genau, ich dachte es mir. Das ist ja echt böse gemacht, Spiel. Was fällt denn hier ein? Wahrscheinlich muss ich den gleich da hinten blenden, oder was? Das ist ja auch Schwachsinn. So. Jetzt ganz schnell. Den da hinten habe ich auch getroffen. Sauber. Jetzt hochheben. Und rauf da. So, und jetzt richtig schnell, Link. Richtig schnell. Wenn die hier anfangen, sich zu entblättern, dann ist es zu spät. Aber es... Oh, du kannst mich mal. Weißt du was? Ich gehe einfach an dir vorbei. Ha, hättest jetzt nicht... Off. Okay. Ha. Brauche ich den noch? Nee, ich gehe jetzt. Der kann mich mal. Der hält uns eh nicht auf, um hier durch die Tür zu gehen. Ha! Aber gut, auf jeden Fall, dieser Götterturm ist nämlich nicht hier drin, weil der hat nichts mit Ganon zu tun, ne? Der Boss, das war ja eigentlich nur eine Prüfung. Aber gut, das ist erneut Boss-Time gegen den komischen, riesen, fetten Geist. Und im Schwarz-Weiß ist es ein bisschen anstrengend. Nein, nicht wirklich anstrengend, aber es ist ein bisschen schwerer, die Lichtquellen zu sehen, aber auch nur minimal. So, und dann heben wir den Dicken hoch. Denn das haben wir gelernt. Und werfen ihn genau gegen die Stacheln. Ungefähr so. Und dann laden wir auf. Denn jetzt gibt's wieder Schaschlik-Attacke hier. Yeah! Komm schon! Sauber! Haben wir schon einige erwischt. Ha! Und es fehlen ihm wieder die Beine, aber irgendwie fehlt da immer zu wenig. Eigentlich müsste man teilweise dort größere Einschnitte sehen, bin ich der Meinung, ne? Aber gut, wird sich das Spiel schon irgendwas dabei gedacht haben und Hauptsache ihn abbrechen in seinen komischen Movements. Sauber hochheben. Und erneut gegen die Stachel. Warum man ihn eigentlich nur gegen die Stachelsäule wirklich werfen kann, dass er Schaden kriegt, weiß ich auch nicht. Aber das Spiel wird sich da bestimmt wieder was gedacht haben, ne? Sauber, wie viele sind das noch?
5 oder so. Nicht mehr viel. Aber eigentlich müsste jetzt mehr fehlen, oder? Wenn es nur noch 5 sind, das ist ja weniger als die Hälfte. Ich habe bestimmt schon... Weiß nicht, oder vielleicht waren es 10 oder so, ich weiß nicht. Ich habe nie drauf geachtet, aber... Nee. Außerdem, der Boss ist eigentlich wirklich einer der allerleichtesten, weil man kann ihn immer auskontern. Man muss wirklich nicht warten, bis der mit seinen Moves fertig ist, sondern kann man ihn wirklich direkt stören. Und das macht ihn einfach so schwach. Und noch eine Runde. Ein noch. Sauber. Mit 3 Versuchen, das ging eigentlich recht schnell. Bin ich der Meinung. Nun denn. Eine Runde fehlt also noch. Ach ja, das war das Würmchen. Der war eigentlich noch am spaßigsten. Aber ich glaube, der hat mich auch nicht getroffen, ne? Na, ist auch wurscht. Geh mal weiter. Komm mal her. Ach, ich habe wieder keinen Bumerang ausgerüstet. Das gibt's ja gar nicht. Komm her. 2-mal richtig so, Link. Den lassen wir am Leben, weil wir nett sind. Heute mal. Wir müssen ja auch nicht alles töten, ne? Ich meine, wenn wir alles töten, sind wir auch nicht besser als Gen und seine Schergen. So. Oh, nö. Oh, nö. Wo bist du? Wo bist du? Dort oben bist du. Dich töte ich, bevor ich irgendwas anderes hier mache. Interessant, dass ich ihn jetzt schon getötet habe. Aber gut, wir brauchen hier definitiv das Blatt und die Eisenstiefel. Das sieht man schon. Und hier gibt es bestimmt ein bisschen Magie. Und Pfeile. Und Magie. Sehr schön. Genau das habe ich gewollt und gebraucht. Denn hier sind wieder die Sprungfedern am Werk. Die fand ich eigentlich auch ziemlich stylisch damals in dem Dungeon. So, und das war zu früh. Das war zu früh. Nee, gar nicht. Wir können ja hier lang. Ist wahrscheinlich so gedacht, ne? Hier können wir erneut springen. Okay, und dort wird es aber windig. Das heißt... das ist jetzt die Frage. Geht das so? Simpel? Gehen wir mal daran vor. Link, du stellst dich heute aber auch an, ne? Lass es mal vorbeischwingen. Und jetzt ist die Frage... Nee, dort sind wir tot. Kann ich irgendwo nicht noch einen Mechanismus ausstellen? Das sieht nämlich ein... Wobei, vielleicht helfen die... Vielleicht hilft das ja dabei. Schauen wir mal. Welches ist die Sprungfeder dafür gedacht? Ne? Muss ja nicht dafür sein, dass man da... Link, dass man da rüberkommt, sondern auch um diesen Mechanismus auszumachen, ne? Kann das sein? Nein, kann nicht sein. Klappt das denn überhaupt? Oder werden wir dann reingedrückt? Ne. Okay, interessant. Und dann kommt ihr echt noch aus den Krügen. Aber gut, wahrscheinlich, weil ich wirklich durch die Mitte gegangen bin, oder wie? Interessant, ich habe gedacht, 2 dieser Tornados reichen aus, dass wir auf jeden Fall runtergedrückt werden. Aber ich reg mich gar nicht auf, ich find's gut. Ich find's gut. Und du? Geh mal weg. So, wir brauchen aber den Enterhaken. Denn ohne den Enterhaken kommen wir da nicht hoch. Und den brauchen wir eh für den bevorstehenden Bosskampf. Aber werde ich diesen Boss erneut schaffen, ohne Schaden zu nehmen? Tja, findet's auch beim nächsten Mal. Let's play The Wind Waker. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin.